Hallo an alle zurückkehrenden FMO-Manager. Seit dem 12. Juli heißt Fußballmanager Online wieder Anstoß Online. Vor 15 Jahren startete Deutschlands ältester Online-Fußballmanager unter diesem Namen und basierte auf dem Offline-Spiel Anstoß 3. Nun kehrt das Spiel quasi zu seinen Wurzeln zurück. Dieses Video ist eigentlich für die erfahrenen Manager gedacht. Tutorials für neu einsteigende Spieler sind geplant und kommen auch demnächst. Viele der Änderungen von FMO auf AO scheinen auf den ersten Blick nur kosmetisch. Auf der Startseite steht aber immer noch das Login-Feld und das befindet sich hier oben rechts. In der Mitte seht ihr einige Slides, welche interessierten Besuchern grundlegende Elemente des Spiels erklären. Also zum Beispiel manage deine Fußballmannschaft und eine Erklärung dazu. Unter dem Login-Feld gibt es auch einige andere Informationen, wie zum Beispiel die Auswertungsübersicht und das Entwicklungsbarometer, das zurzeit leider noch leer ist. Aber so, loggen wir uns erstmal ein. Also, hier bekommen wir eine Übersicht der aktuellen Entwicklungen in und um den eigenen Verein. Oben steht wie vorher ein Ausschnitt des Kalenders. Oben rechts sieht man das Vereinswappen, also hier. Nebenbei bemerkt, wenn man auf das Vereinslogo klickt, so wie ich hier, kommt man wie früher auch zur Vereinsinfo-Übersicht. Dort sieht man nicht nur den aktuellen Newspost, also hier, sondern auf der rechten Seite auch diverse andere Infos zum Club wie früher. Also der Name, der Ort, Land und so weiter. Neu sind dabei die Statistiken ganz unten, die auch interessant werden können. So, also kehren wir dann zurück zur Übersicht. Weiter auf der Übersichtsseite steht die nächste Begegnung des Clubs, also hier, sowie letzte Vereinsnews und Forumaktivität im eigenen Land. Also da hat sich nicht viel verändert. Die grünen Kreise sind Links zur Aufstellung und zur Taktik des eigenen Teams für das nächste Spiel. Das sind also die grundlegenden Informationen beim Login. Schauen wir als nächstes auf den Teambereich. Hier. Im Trainingsbereich hat sich visuell und funktionell ein bisschen was verändert. Die Torhüter sind nun einzeln aufklappbar und man kann ihr Training für die gesamte kommende Woche einstellen. Man darf aber das Abspeichern nicht vergessen. Das Training für die Feldspieler ist eigentlich gleich geblieben und wurde lediglich im Design etwas aufgefrischt. Im Balken rechts kann man Einzeltraining und individuelles Training einstellen und man kann eine Übersicht der Trainingswerte für Torhüter und Feldspieler sehen. Es wird auch der ausgewählte Co-Trainer angezeigt und man kann auf einen Blick sehen, was die Trainingswerte der einzelnen Mannschaftsteile sind oder der verschiedenen Mannschaftsteile sind. Also Torhüter-Durchschnitt und Feldspieler-Durchschnitt sowie der Wertvergleich zwischen Torhüter und Feldspieler. Ein neues Feature sind die Trainingswerte. Hier kann man ein Trainingsziel einstellen und auf einen Blick sehen, welche Spieler noch zulegen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Sagen wir mal, mein Ziel ist 55 bei Kondition, also stelle ich hier 55 ein bei Kondition und speichere das mal. Dann klicke ich auf Kondition. Und hier sehe ich dann, dass meine Spieler sich in dem Bereich noch verbessern müssen. Eventuell ist der Balken grün, wenn Spieler einen angegebenen Wert übertreffen. Also zum Beispiel jetzt bei Motivation gebe ich 95 ein, speichere das. Und jetzt sehen wir, dass die Balken grün sind. Jeder Trainingsschwerpunkt kann auf diese Weise eingestellt werden. Der nächste Punkt im Teammenü ist die Aufstellung. Hier kann man dann per Drag and Drop die Spieler auf dem Spielfeld aufstellen und auf die Ersatzbank setzen. Wenn man mit dem Blinker über dem Trikot eines Spielers schwebt, so wie hier, werden unter dem Spielfeld sein Name und andere relevante Infos angezeigt. Auf dem Spielfeld kann man die Spieler beliebig verschieben. Es gibt dabei gewisse Zonen, in denen sie untergebracht werden können. Das einzige Manko dabei ist, dass man mit 11 Spielern keinen Spieler verschieben kann. Man muss also einen runternehmen. Und dann kann man die anderen Spieler nach Belieben verschieben. Also den zentralen Mittelfeldspieler kann ich in der gesamten zentralen Mittelfeldzone verschieben, wo ich will.
Unter Team findet man auch das Taktikmenü hier. Hier hat sich einiges verändert. Die Einstellung der Starttaktik geht jetzt einfach mit 3 Klicks. Hier, hier, hier. Auch die Manndeckung kann man gleich mit einem Klick einstellen. Also ich kann hier die 2 Spieler als Manndecker einordnen. Man muss dabei aber beachten, dass die Aufstellung zuerst gespeichert werden muss, damit diese Optionen erscheinen. Also diese Spieler müssen dann aufgestellt sein. Und nur Manndecker, Liberos und zentrale Mittelfeldspieler können andere Spieler decken. Wechsel der Manndeckung im Spiel oder Wechsel einer Spielposition sind einfach einstellbar und sollten aus FMO bekannt sein. Das neue Feature hier ist der Taktiktisch und den kennt ihr schon von einem Screenshot. Hier kann man Überschneidungen von Taktiken sehr schnell erkennen. Ja, einfach hier auf Taktiktisch klicken, dann erscheint dieses Feld und dann eine Taktik einstellen. Ich stelle mal eine neue Taktik ein. Ja. Ich lasse meine Mannschaft offensiv spielen, wenn sie nach 45 Minuten in Rückstand liegt. Ja. Dann stelle ich das hier auf Offensiv, Minute größer als 45. Neue Bedingungen, Tordifferenz kleiner als 0 und Taktik eintragen. Dann sage ich mal, wenn es nach 70 Minuten immer noch unentschieden steht, dann packen wir die Brechstange aus. Ja. Und so machen wir das dann hier. Brechstange, Minute größer als 70. Bedingung, Tordifferenz kleiner als 1, also unentschieden oder kleiner. Und dann Taktik eintragen. So. Wie ihr seht, überschneiden sich die beiden Taktiken. Das ist nicht weiter schlimm, denn die Bedingungen, die ich eingegeben habe, schließen einander aus. Aber so kann man ganz leicht überprüfen, ob sich einige Taktiken überschneiden und ob es zu Problemen führen könnte, dass sie sich überschneiden. Ja, das scheint anfangs etwas kompliziert, aber einfach mal bei Fun-Frontier-Spielen ausprobieren und dann läuft das wahrscheinlich auch ganz gut. Und außerdem, ja, hier kann man auch bis zu 5 Spieler im Voraus Taktiken einstellen. Hier auf der rechten Seite. Unter den Menüs Kader und Verträge kann man sich seine Mannschaft anschauen. Kader bietet eine Liste von allgemeinen Informationen zum gesamten Kader und bei den Verträgen kann man sich dann die Einzelheiten der Verträge anschauen und man kann ganz einfach erkennen, welche dann in diesem Jahr auslaufen. Ja, alle, die 2015 sagen, laufen am Ende der Saison aus. Die in Rot markierten sind Spieler, die schon auf der Transferliste stehen und unter Aktion kann man dann die verschiedenen möglichen Aktionen ansehen. Ja, man kann diesen Spieler ein Angebot machen, den Vertrag auflösen oder ihn von der Transferliste runternehmen, denn er ist jetzt auf der Transferliste. Beim AAW-Menü hat sich die Darstellung geändert. Ja, jeder Spieler wird jetzt einzeln angezeigt und mit Play kann man sich ganz gemütlich in sehr langsamer Geschwindigkeit alles anschauen. Man kann dann diese Geschwindigkeit auch etwas steigern. Ja, das wird dann schneller angezeigt. Und mit dem Pauseknopf kann man die Darstellung abbrechen oder einfach pausieren. Mit Stopp zeigt man dann alle Entwicklungen auf einmal an. Das Untermenü Sonstiges beinhaltet die Listen für Elfmeter, Ecken und Freistoßschützen und dann auch ein Menü für die Rückennummern. Es darf keine doppelten Rückennummern geben, denn dann funktioniert die Aufstellung nicht. Und bei den Schützen wird dann alles per Drag and Drop reguliert und bei den Rückennummern gibt es Pfeiltasten, die man dann betätigen kann. Als nächstes kommen wir zu den Transfers. Die Spielersuche ist aus FMO bekannt und muss wahrscheinlich nicht weiter erklärt werden. Neu ist dagegen das Untermenü Scouting Abteilung. Ja, und hier kann man Spielerpositionen eingeben, für die man die passenden Kandidaten sucht. Das war früher in die Vereinsübersicht integriert, befindet sich nun aber hier. Und hier zum Beispiel suche ich nach einem linken Verteidiger zwischen 23 und 26 und Stärke zwischen 7 und 8. Ja. Und wenn ich das speichere, erscheint es dann auf der Vereinsübersicht. Außerdem kann man durch die Scouting-Abteilung suchende Vereine finden.
Wenn man selber einen Spieler hat, den man verkaufen oder verleihen will, kann man nach Vereinen suchen, die einen Spieler dieses Profils benötigen. Also zum Beispiel habe ich vielleicht einen zentralen Mittelfeldspieler im Alter von 23 und Stärke 7. Ja? Und wenn ich auf Anzeigen klicke, dann zeigt es mir die Mannschaft an, die einen solchen Spieler sucht. Daher ist es sinnvoll, das oben genannte Positionsfeature zu verwenden, denn so kann man eventuell auch gezielte Angebote von anderen Managern bekommen, die dann ihre Spieler verkaufen wollen. Das Untermenü Verhandlungen ist nun die Zentrale für alle Verhandlungskommunikationen mit eigenen und fremden Spielern. Das heißt, man bekommt keine Ingame-Mails mehr, wenn man Kontakt mit einem Spieler aufnimmt. Das alles läuft nun hier ab in diesem Untermenü. Unter Verwaltung Bilanz findet man wie früher die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Die Tabelle in der Mitte sollte schon aus FMO bekannt sein und wie bisher kann man auf die einzelnen Elemente klicken und sich die jeweiligen Details ansehen. Also zum Beispiel bei Leihgebühren bekommt man dann genau angezeigt, welche Leihgebühren man hat. Rechts findet man die aktuelle Aktivität auf dem Konto. Außerdem werden die Kennziffern der Saison angezeigt, zum Beispiel die Sponsoreinnahmen decken im Moment 0% der Gehaltskosten, weil wir keinen Sponsor haben. Unter Sonstiges kann man nun neben dem Vereinswappen auch die Trikotfarbe des Teams einstellen. Das sorgt nun für noch ein bisschen mehr Individualität im Spiel. Unter dem Hauptpunkt Fans findet man Untermenüs zu den Fans, zum Stadion und den Eintrittspreisen. Die Infos zu den Fans sind aus FMO bekannt, lediglich das Fanbarometer ist neu. Die meisten wird's freuen, dass das Stadion umgestaltet wurde. Aus 4 Blöcken wurden nun 48 Blöcke. Je nach Größe des Stadions werden die Blöcke unterschiedlich aktiv angezeigt. Hellblau, das sind Stehplätze, dunkelblau sind Sitzplätze, orange ist die Loge, wir haben keine hier, und grau ist ein Block, der ausgebaut werden kann. Hier. Jeder Block hat einen eigenen Verfallszustand, so dass jetzt der Verfall auf kleinere Blöcke verteilt ist. Für den Ausbau klickt man auf einen der grauen Blöcke und bekommt 3 unterschiedliche Bauunternehmen angezeigt, die unterschiedlich teuer und auch unterschiedlich lang ausbauen. Für mehr Geld kann man also den Bauprozess etwas beschleunigen. Unter Eintrittspreise kann man logischerweise die Eintrittspreise einstellen. Hier wird auch die Auslastung des Stadions angezeigt. In der Grafik werden Normalos, Hardcores und Businessfans durch verschiedene Farben dargestellt. Unter dem letzten Hauptpunkt, AO, befinden sich die Vereinsbewerbung, das Manager-Ranking und eine Übersicht der im Spiel existierenden Legenden. Alles in allem ist es ein riesiges Update des Spiels, bei dem einiges wahrscheinlich noch weiterentwickelt wird. Hoffentlich reicht dieser erste Einblick, um euch in der Übergangsphase etwas Orientierung zu verschaffen. Danke fürs Zuschauen.